Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich hier auf dem Stand von New Holland. Wir sprechen mit dem Kommunikationschef Klaus Senghas. Herr Senghas, wir stehen hier vor einem tollen Mähdrescher. Was ist das Besondere daran? Ja, New Holland ist einer der weltweit größten Hersteller von Mähdreschern und von Endemaschinen. Die gelben Mähdrescher sind nach draußen hin bereits bekannt als innovative Produkte. Und wir haben nicht nur Mähdrescher mit Zwangsabscheidung, Zwangsrotorabscheidung, sondern wir haben auch Mähdrescher im konventionellen Bereich, im Schüttlerbereich. Und hier haben wir einige neue Innovationen. Der CX ist der größte konventionelle Mähdrescher. Wir stehen hier vor einem CX8090. Das ist der größte konventionelle Mähdrescher, der überhaupt momentan gebaut und angeboten wird. Hat 490 PS. Und diese Maschine arbeitet hervorragend universell in allen Fruchtarten. Das Besondere an dem konventionellen Mähdrescher, dem CX, ist die große Dreschtrommel mit einem Durchmesser von 700 mm. Damit erreichen wir eine hervorragende Abscheidung. Damit erreichen wir auch eine hervorragende Druschqualität und auch eine hervorragende Kornqualität. Dennoch haben wir festgestellt, dass es eben verschiedene Bedingungen in der Landwirtschaft gibt. Deshalb haben wir zum Beispiel einen Siebkasten-Hangausgleich für das Arbeiten am Schräghang. Wir haben außerdem eine Opti-Speed-Reinigung eingebaut. Diese Reinigung wird ebenfalls von dem Hangneigung, von der Längsneigung beeinflusst. Das heißt also, die Gebläsedrehzahl regelt sich automatisch anhand von der Hangneigung. Zuletzt war noch über, die Strohfluss in der Maschine nochmal zu optimieren. Das ist uns gelungen mit dem neuen Opti-Speed-System, was wir hier im Mähdrescher haben. Hier wird also die Schüttlerdrehzahl anhand von der Hangneigung verstellt. Dieses Opti-Speed wurde jetzt auf der Agritechnica mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Wir waren gerade bei der Silbermedaillenverleihung und wir sind sehr stolz, dass wir auch ein System haben, das dann in allen Lagen funktioniert und eben hier mehr Leistung und weniger Kornverluste als Resultat zum Ende hat. Herr Senghas, hier stehen wir jetzt vor einem blauen Vertreter der 400 PS-Klasse. Was ist das Besondere daran? Ja, New Holland ist besonders stark in dem Traktorensegment, angefangen von den Mittelklasse-Traktoren zur oberen Mittelklasse. Aber New Holland hat sich auch zum Ziel gesetzt, bei Großtraktoren richtig gut Fuß zu fassen und auch für Großbetriebe eine entsprechende Maschine zu bieten. Deshalb neu dieser T8 Autocommand. Der T8 Autocommand ist ein Traktor, der Vertreter, den wir hier haben, mit 419 PS Maximalleistung, mit einem besonders langen Radstand und damit enorme Zugkraft im Acker, gute Verhältnisse auf der Straße. Es ist ein Traktor für europäische Verhältnisse gebaut. Welche Getriebe und welche Motoren verbauen Sie hier? Wir haben hier eigene Motoren und eigene Getriebe. FPT, Fiat Powertrain, ist unsere Motorenherstellung. Wir fertigen über 490.000 Dieselmotoren jährlich. Und wir haben hier das sehr moderne SCR-System. OptiBlue nennen wir das. Dieses System, ein System der Abgasnachreinigung, bringt eben absolut saubere Abgase und dennoch einen sparsamen Kraftstoffverbrauch, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Wir haben dann diesen Motor kombiniert mit einem neuen Autocommand-Getriebe, das wir speziell für diese Leistungsklasse entwickelt haben. Herr Senghas, wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg hier auf dem Stand, guten Besuch und natürlich auch gute Abschlüsse beim Verkauf Ihrer Maschinen. Ja, danke. Ich denke, der Besuch hat schon ganz gut angefangen heute. Der Stand ist sehr gut besucht, er ist auch sehr attraktiv und die Marke New Holland gewinnt eben zunehmend an Bedeutung und an Image und deshalb sind wir auch sehr stolz, dass wir heute für jeden Bedarf adäquate Produkte anbieten können. Dankeschön. Bitte sehr.